Ich grüße euch heute zum letzten Mal Wohnzimmer-Knastkonzert. Es tut mir wirklich sehr leid, aber wir hatten alle nicht so geahnt, dass das jetzt so hoppla die hopp geht. Und natürlich habe ich da noch ein paar Wünsche offen, die will ich jetzt auch machen. Aber einige Wünsche, die kann ich leider nicht machen. Botha, du zum Beispiel, wenn du gerade zuschaust, sorry, aber das können wir dann irgendwann mal machen, wenn wir zum Auftritt oder in deinem Wohnzimmer, wenn du was Schönes kochst. Ja, also das zum Beispiel. Aber eins kann ich euch versprechen, einen kleinen Schmankerl haben wir noch nächste Woche. Da muss ich nur ein bisschen vorbereiten, ist ein bisschen schwierig das Ganze, denn der Konstantin und die Mary, die werden dann auch mitsingen und das wird ganz riesig, wir freuen uns da ganz tierisch drauf. Und wir wollen euch alle ganz fest mitsingen hören. Alarmsignal in meinem Hirn. Ich lese einen Beschwerdebrief. Meckerst, weil ich nie zu Hause bin, weißt, ob es eine andere gibt. Du ahnst nicht, ob ich dich noch will oder ob du dich verändern sollst. Du weißt doch, dass mich sowas wahnsinnig macht. Ich sag dir was, mein Schatz. Ich will doch nur dich. Der Beschwerdebrief, du kannst mich mal, der klebt an deiner Eingangstür. Ich weiß, dass du das gut kapierst und weiß, dass ich zu dir gehöre. Ein blödes Wort ist mir zu viel, wer kann schon auf so ein doofes Spiel? Ich weiß doch, dass du auch so bist, du süßes kleines Biest. Ich will doch nur dich, so wie du bist. Ganz ohne Schminke und blödes Gehabe, nur pures Gefühl und witzige Tage. Ich will doch nur dich, so wie du bist. Denn ich will doch nur dich, so wie du bist. Ganz ohne Schminke. Ja, das ist so wie du bist aus der LP Stark sein war das, glaube ich. Jawohl, stark sein. Ja, Freunde, und jetzt würde ich mal sagen, kommt ein Titel, was mich auch sehr gefreut hat, aus dem Album Kämpfer werden Sieger. Gefühlte Ewigkeit. Weinst du oder lachst du? Was ist das für eine Zeit? Und ich sehe durch diese Augen auf ein dartes blaues Eis. Und jetzt willst du mir beweisen, dass dieses Eis für immer bleibt. Denn eine Sonne wird nicht reichen, um die Leiste zu durchstehen. Die große Kälte wird schon weichen, dieser Winter wird vergehen. Und im Wendepunkt des Lebens ist der Himmel wieder frei. Und diese schlimmen Eisfachtage sind vorbei. Und diese schlimmen Eisfachtage sind vorbei. Die große Chance im Leben, du brauchst es nur zu tun. Come on, help me so true.
Experten verbeten. Und du siehst auf einmal Farben, die dich um uns beide drehen. Und du brauchst einen Moment, um das alles zu verstehen. Denn eine Sonne wird dich reichen, um die Leistzeit zu durchstehen. Die große Kälte wird zum Weichen, dieser Winter wird vergehen. Und im Wendepunkt des Lebens ist der Himmel wieder frei. Und diese schlimmen Eisbahntage sind vorbei. Und diese schlimmen Eisbahntage sind vorbei. Warte mal ganz kurz. Ich hole mir mal eben was zu trinken. Woll. So, Babys, ihr seid ja noch da. Das ist sehr, sehr gut. So. Sorry. Also ein bisschen muss ich mal eben kurz trinken. So. Heute ist Muttertag. Und weil Muttertag ist, würde ich gerne ein Mutterlied singen. Aber nicht dieses Mama, du sollst mich um deinen Jungen weinen. Nein, das nicht. Auch nicht Mama. Ich will zurück zu meiner Mama. Nein, das auch nicht. Nein, nein, nein. Ich würde gerne ein Liedchen singen aus der Sicht des kleinen Babys, wenn es gerade geboren wird. Und die Mamis, die das Baby auf dem Arm haben, haben ein gewisses Gefühl und wissen auch genau, warum sie an diesen Tag, an diesen Muttertag, Blumen bekommen. Und dieses Gefühl aus der Sicht der Mama und hauptsächlich aus der Sicht des Babys habe ich mir gefühlsmäßig aus meiner Seele geschrieben. Das hört sich jetzt ungefähr so an. Die Schöpfung in deiner Tränen überfluten das Geschenk. Es liegt auf deinem Körper, liebevoll und warm. Alles auf der Welt hast du verdrängt. Das Herz klopft so leise, es ist nicht von dieser Welt.
wird sofort ins Herz gelegt. Und du fühlst, wie das Baby von Herz zu Herz erzählt, ein Flüstern in dem göttlichen Gespräch. Oh, ein Flüstern im göttlichen Gespräch. Ja, ich habe nur ein Leben, das in euren Händen liegt. Und ich habe nur eine Seele, die mir Liebe alles gibt. Ich vertraue auf eure Liebe, geht behutsam das zurück, was der Himmel euch hier gibt. Dieses Gottgesandte Glück, diese Liebe, das von Gott gesandte Glück, das mir lieb, von Gott gesandte Glück. Deine Augen saugen alles tief in dich hinein, noch nie hast du so liebevoll geweint. Und du riechst das neue Leben, und du weißt, da liegt dein Blut. Du genießt diesen nächsten Atemzug. Oh, du genießt diesen nächsten Atemzug. Ja, ich habe nur ein Leben, das in euren Händen liegt. Und ich habe nur eine Seele, die mir Liebe alles gibt. Ich vertraue auf eure Liebe, geht behutsam das zurück, was der Himmel euch hier gibt. Dieses Gottgesandte Glück, diese Liebe, das von Gott gesandte Glück, diese Liebe, das von Gott gesandte Glück. Ich habe nur ein Leben, das in euren Händen liegt. Und ich habe nur eine Seele, das in euren Händen liegt. Ich hab nur eine Seele, die mir Liebe alles gibt. Die mir Liebe alles gibt. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Glück mit euren Eltern und den Eltern. Ganz, ganz viel Glück mit euren Kindern. Auf dass es eine ganz tolle Zeit wird. Wir sehen uns nächste Woche bei unserem Abschluss Wohnzimmerkonzert. Ich liebe euch alle. Rock. Ciao. Euer Peter Steinbach.